Hey und herzlich willkommen bei Haskezähmen leicht gemacht. Heute das Unboxing einer Geburtstagsbox anlässlich Goris baldigem Geburtstag. Das ist die Geburtstagsbox von Checker. So sieht die aus. Gori will sie wie immer schon vorher aufmachen. Und dann schauen wir jetzt, was drin ist. Als erstes sind kleine Trainingssnacks drin, Softies mit Käse, fettarme Belohnungsleckerlis, glutenfrei und auf Kartoffelbasis ohne Getreide. Das ist natürlich immer wichtig zu wissen, gerade für Allergikerhunde. Getreide ist ja eine der größten oder häufigsten vorkommenden Allergien, die Hunde haben. Dogshock. Wer schon immer dachte, mein Hund braucht Schokolade, kann diese jetzt wahrscheinlich bedenkenlos füttern. Schauen wir mal. Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Milch- und Molkereierzeugnisse, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse. Ja, es ist eine Schokolade aus Rind. Da bin ich gespannt, wie es schmeckt. Schokolade ist ja, also richtige Schokolade, muss ich dazu sagen, ist giftig für Hunde. In ganz kleinen Mengen vielleicht nicht, aber man sollte das nicht täglich seinem Hund geben. Definitiv nicht. Und das hier ist jetzt aber bedenkenlos möglich. Das ist aber keine echte Schokolade, also bitte nicht nachmachen. Hundekrosinis. Die sehen so aus. Aus 90% Pute, außerdem Lachsöl und Eiweiß drin. Nach original italienischem Gnocchi-Herstellungsverfahren. Eine Dogdisk ist drin. Bissfest und splitterfrei. Geringe Verletzungsgefahr, auch für sensible und junge Tiere geeignet. Es ist aus Naturgummi und es schwimmt auch auf Wasser. Kann man also perfekt auch im Wasser anwenden. Hier haben wir eine Decke. Schützt Polster vor Schmutz und Tierhaaren. Plüsch. Für Allergiker geeignet, hohe Waschtemperaturen von 60 Grad, tötet Hausstaubmilben und sorgt für eine bessere Entfernung von Haut, Schuppen und Pollen. Ja, an Hundedecken kann man nicht genug haben, wie ich finde. Also da gehen ja doch mal einige kaputt. Gori beißt manchmal Löcher rein oder man findet sie nicht wieder. Oder sie sind dann doch irgendwann zu haarig. Oder man kann einfach eine für die Küche hinlegen, auf die Couch, ins Auto, zum Mitnehmen. Wie auch immer. Also Decken sind immer gut, gerade auch welche, die nicht so viel Volumen haben und die man dann gut mitnehmen kann. Das nächste ist dieser Plüschdonut. Ja, da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Der quietscht auch. Gori, magst du das haben? Jetzt. Das hat etwas gedauert, aber er hat es dann doch mitgenommen. So, hier gibt es Kugelpopcorn, denke ich mal. Also, falls man das. Ist natürlich immer ungünstig, wenn er genau auf der quietschenden Stelle gerade rumbeißt. Noch einmal, hier gibt es Hundepopcorn. Natürlicher Reissnack für Hunde. Spezielles Popcorn für Hunde mit Geflügelleber. Nahezu fettfrei und ohne Zuckerzusatz. Glutenfrei für Diabetiker und Allergiker geeignet. Ohne Farb- und Konservierungsstufe. Ja, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Man sieht es auch so nicht. Ich schätze mal schon, dass es auch ähnlich wie Menschenpopcorn aussehen wird.
das war dann die Geburtstagsbox. Gummi hat halt jetzt schon was draus bekommen. Und kann sich daran schon mal erfreuen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem einen Kommentar. Wie fandest du den Inhalt dieser Box? Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dabei bleibt, Husky Gori bei seinen Abenteuern zuschaut und auch bei nächsten Unboxings wieder dabei seid. Eine Playlist mit weiteren Unboxings von Überraschungsboxen werde ich euch unten verlinken. Da habe ich nämlich schon einige auf meinem Kanal gemacht und da könnt ihr mal vorbeischauen. Also dann, bis zum nächsten Mal.